Sie sitzen auf einem Stuhl, haben den Kopfhörer angelegt und blicken erwartungsvoll in den Fernseher. Sie sind ein Teil von der Achse des Guten. Ich bin auf einer großen, schwarzen, blockartigen Open-Air-Bühne. Zusammen mit Farin Urlaub. Und wir geben ein Konzert. Die Massen jubeln, Lied für Lied. Dann erfolgt, wie aus einem Impuls heraus, die erdachte Bühnenshow. Farin Urlaub singt weiterhin, während er ein langes, fast schon schwertähnliches Messer aus dem Nichts erscheinen lässt und mir damit Streifen und Muster in die Haut schneidet. Jetzt bin ich dran. Ich nehme das Messer, stelle mich hinter Farin und setze es an seinem Nacken an, während er Gitarre spielt. Ich steche tief und fahre der Wirbelsäule entlang bis zum Steißbein hinunter. Das Messer verwandelt sich sogar kurzzeitig in eine Geflügelschere, mit der ich dann die komplette Wirbelsäule Farin Urlaubs freilege. Ich verfalle in einen Blutrausch und schneide zu fest und zu viel und viel zu lange. Bis zum Steißbein wird Farin Urlaub geöffnet. Das Blut und die verschiedensten Flüssigkeiten ergießen sich aus seinem Körper und tropfen auf den Bühnenboden. Die Show ist vorbei und wir sind im Badezimmer der Backstage-Kabine. Mir wird bewusst, dass ich es übertrieben habe auf der Bühne. Und Farin wirkt auch schmerzhaft beleidigt. Er wechselt kaum ein Wort mit mir und er verkneift sich oberflächlich seine sichtlichen Schmerzen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich es übertrieben habe. Ich wache auf. Ich versuche wieder einzuschlafen, um mich bei Farin zu entschuldigen und um ihm zu sagen, dass es mir leid tut, dass ich in den Blutrausch verfiel und seinen Körper zu weit geöffnet habe. Doch es funktioniert nicht. Ich bleib wach und Farin bleibt höchstwahrscheinlich beleidigt. Ich bin nur ein Opfer des Kapitalismus. Ich bin nur ein Opfer des Kapitalismus. Sie sitzen auf einem Stuhl, haben den Kopfhörer angelegt und blicken erwartungsvoll in den Fernseher. Sie sind ein Teil von der Achse des Guten. Die Textpassagen wiederholen sich, Ihre Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Ich bin auf einer großen, schwarzen, blockartigen Open-Air-Bühne. Zusammen mit Farin Urlaub. Und wir geben ein Konzert. Die Massen jubeln, Lied für Lied. Dann erfolgt, wie aus einem Impuls heraus, die erdachte Bühnenshow. Farin Urlaub singt weiterhin, während er ein langes, fast schon schwertähnliches Messer aus dem Nichts erscheinen lässt und mir damit Streifen und Muster in die Haut schneidet. Jetzt bin ich dran. Ich nehme das Messer, stelle mich hinter Farin und setze es an seinem Nacken an, während er Gitarre spielt. Ich steche tief und fahre der Wirbelsäule entlang bis zum Steißbein hinunter. Das Messer verwandelt sich sogar kurzzeitig in eine Geflügelschere, mit der ich dann die komplette Wirbelsäule Farin Urlaubs freilege. Ich verfalle in einen Blutrausch und schneide zu fest und zu viel und viel zu lange. Bis zum Steißbein wird Farin Urlaub geöffnet. Das Blut und die verschiedensten Flüssigkeiten ergießen sich aus seinem Körper und tropfen auf den Bühnenboden. Die Show ist vorbei. Und wir sind im Badezimmer der Backstage-Kabine. Mir wird bewusst, dass ich es übertrieben habe auf der Bühne. Und Farin wirkt auch schmerzhaft beleidigt. Er wechselt kaum ein Wort mit mir und er verkneift sich oberflächlich seine sichtlichen Schmerzen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich es übertrieben habe. Ich wache auf. Ich versuche wieder einzuschlafen, um mich bei Farin zu entschuldigen und um ihm zu sagen, dass es mir leid tut, dass ich in den Blutrausch verfiel und seinen Körper zu weit geöffnet habe. Doch es funktioniert nicht. Ich bleib wach und Farin bleibt höchstwahrscheinlich beleidigt. Ich bin nur ein Opfer des Kapitalismus. Ich bin nur ein Opfer des Kapitalismus. Sie sitzen auf einem Stuhl, haben den Kopfhörer angelegt und blicken erwartungsvoll in den Fernseher. Sie sind ein Teil von der Achse des Guten.
Ich bin auf einer großen, schwarzen, blockartigen Open-Air-Bühne. Zusammen mit Farin Urlaub. Und wir geben ein Konzert. Die Massen jubeln, Lied für Lied. Dann erfolgt, wie aus einem Impuls heraus, die erdachte Bühnenshow. Farin Urlaub singt weiterhin, während er ein langes, fast schon schwertähnliches Messer aus dem Nichts erscheinen lässt und mir damit Streifen und Muster in die Haut schneidet. Jetzt bin ich dran. Ich nehme das Messer, stelle mich hinter Farin und setze es an seinem Nacken an, während er Gitarre spielt. Ich steche tief und fahre der Wirbelsäule entlang bis zum Steißbein hinunter. Das Messer verwandelt sich sogar kurzzeitig in eine Geflügelschere, mit der ich dann die komplette Wirbelsäule Farin Urlaubs freilege. Ich verfalle in einen Blutrausch und schneide zu fest und zu viel und viel zu lange. Bis zum Steißbein wird Farin Urlaub geöffnet. Das Blut und die verschiedensten Flüssigkeiten ergießen sich aus seinem Körper und tropfen auf den Bühnenboden. Die Show ist vorbei und wir sind im Badezimmer der Backstage-Kabine. Mir wird bewusst, dass ich es übertrieben habe auf der Bühne. Und Farin wirkt auch schmerzhaft beleidigt. Er wechselt kaum ein Wort mit mir und er verkneift sich oberflächlich seine sichtlichen Schmerzen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich es übertrieben habe. Ich wache auf. Ich versuche wieder einzuschlafen, um mich bei Farin zu entschuldigen und um ihm zu sagen, dass es mir leid tut, dass ich in den Blutrausch verfiel und seinen Körper zu weit geöffnet habe. Doch es funktioniert nicht. Ich bleib wach und Farin bleibt höchstwahrscheinlich beleidigt. Red nicht dauernd von Moral. Im Badezimmer der Backstage-Kabine. Mir wird bewusst, dass ich es übertrieben habe auf der Bühne. Und Farin wirkt auch schmerzhaft beleidigt. Er wechselt kaum einen Baum mit mir und er verschneidet sich oberflächlich seine sichtlichen Schmerzen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich es übertrieben habe. Ich wache auf. Ich versuche wieder einzuschlafen, um mich bei Farin zu entschuldigen. Und um ihm zu sagen, dass es mir leid tut, dass ich in den Blutrausch fiel und seinen Körper zu weit geöffnet habe. Doch es funktioniert nicht. Bleibt wach und Farin bleibt höchstwahrscheinlich beleidigt.